Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom BattlePod. Heute mit einem Comstar News Flash. Und zwar heute ist der 26.06.2023. Halt nein, 4023. Wir sind irgendwann, irgendwo, wir sind überall. Heute haben wir einen neuen Spezialsondergast. Und zwar, er steht für Krieg und er ist schnufflig. Warschnuffel ist heute unser Gast. Hallo Warschnuffel. Hallo. Ich hätte jetzt mehr Begeisterung gehabt. Und natürlich. Ich auch. Ich habe mich jetzt gerade ganz gemütlich hingesetzt. Ich bin geehrt, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich schon auf die Plauderrunde und hoffe, dass ich was Sinniges beitragen kann. Wir werden es sehen. Und ihr habt ihn schon gehört. Storyteller ist auch da. Hallo Olli. Servus. Und natürlich unser südlichster Kamerad, der Mann, der hier nochmal erwähnt, das tolle Intro und das tolle Outro gemacht hat, der Hoshi. Hallo Hoshi. Ja, grüezi boi. Übrigens, Icke, bei dir piept's wohl. Ja, das sind die Vögel. Die sind heute dabei. Ich habe sie schon abgedeckt, aber es ist pupwarm. Es ist kurz nach 8 hier heute und es ist trotzdem noch viel zu hell. Und sie wollen einfach nicht... Ja, sie, aber sie gehören dazu. Jedes Mal, wenn du sprichst, sind sie zu hören. Das ist so, als wenn das sozusagen deine Unterstimme wäre, so dein Unterton oder sowas. Ja, du hast so ein leichtes Quietschen. Ja, genau. Ja, wenn du sagst, abdecken, ist aber was anderes gemeint als jetzt beispielsweise bei Pferden, denke ich. Ja, korrekt, denke ich auch, ja. Denke ich auch. Aber eine das ist Decke über den Käfig. Das ist so ein bisschen wie bei Snatch, Schwein und Diamanten, wo der Hund dieses Quietschding gefressen hat und jedes Mal, wenn er bellt, macht er, so, egal, hast du wohl nicht eine Quietschtier verschluckt? Nein, das gehört meinem Hund, aber das ist ohne Quietschen. Ja, genau so ist es. Schön. Ja. Nein, vielleicht ein paar Worte zum Warschnuffel. Der ist nämlich bei uns im Chapter 36. Dein Regulars und das schon seit einigen Jahren. Warschnuffel, weißt du, wann du gejoint bist? Kannst du dich noch erinnern? Ja, dürfte 2017 gewesen sein, weil ich so an die Chapter-Treffen denke, weil es ging relativ schnell los mit dem ersten, was ich nach ein paar Monaten hatte. Also ich schätze mal, dass ich so im März oder so 2017 dazu gestoßen bin. Auch schon ganze 6 Jahre. Und hattest du vorher schon mit Battletech Berührung oder war MWO quasi dein Eintritt in dieses Universum? Nee, absolut nicht. Also ich war relativ früh, ich muss irgendwann in der Bibliothek drüber gestolpert sein. Ich denke, irgendwas aus der Great Death Legion-Reihe hatte ich gelesen und da waren auch die Zeichnungen drin. Dann war ich dann diese Aneinanderkettung von männlichen Gewaltfantasien, das hat mich total begeistert, da war ich dann sofort dabei. Und ich habe TV gemacht und also ich habe halt auch ein Figürchen geholt, falsch zusammengeklebt, mir die Bücher geholt, aber nie gespielt, ich hatte keine große Ahnung, ich hatte mir irgendwo mal ein Regelwerk geholt, versucht, meiner kleinen Schwester ein Spiel zu spielen. Furchtbar verkackt. Und natürlich hat man die Spiele gespielt. Was damals überall dabei lag, war ja MechWarrior 2, Mercenaries. Und das hat mich richtig gepackt. Also da hatte ich schon richtig Spaß, auch wenn ich zu schlecht war dafür. Aber also auch die Spiele waren halt alle drin. Und zu MWO war es dann tatsächlich, ich hatte irgendwie 2016 oder so angefangen, diese Baradul-Videos zu sehen. Und irgendwann, hatte ich keine Lust mehr, weil ich hatte eine andere Online-Gaming-Karriere vorher mal, wo ich dann gedacht habe, okay, ich habe einfach keine Lust mehr, irgendwie was zu zocken, was regelmäßig ist. Aber dann kam ich dann halt über diese Videos dazu und ich habe relativ schnell dann halt auch bei den 36ern, also das wurde schnell in Beschlag genommen. Man hat irgendwie, ich glaube, das zweite Spiel gehabt, da habe ich dann irgendjemandem gesagt, oh, da haben wir gerade mit Baradul gespielt, durch Zufall. Ich habe gesagt, ja, Jetzt bin ich dabei, ich wollte eigentlich nur mal reinschnuppern, jetzt bin ich jetzt das zweite Spiel schon, ich merke, wie ich süchtig werde. Und dann sagt irgendein Ami dann halt auch, ja, das macht mich süchtig. Und so ist es auch gewesen. Sehr gut. Und dann haben wir dich irgendwie aufgeschnappt, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Ich meine, du und der Exart, ihr wart irgendwie unterwegs und ich habe nur gehört, dass ihr Deutsch sprecht und dann hatte ich ja irgendwie gesagt, dass ich durchaus mir so ein Team vorstellen könnte. Dann habe ich euch so ein bisschen beschnuppert und Exart hatte dich in höchsten Tönen gelobt. Oh. Für taktisches. Du warst dabei und hast dich erst abgewiegelt, bescheiden wie du bist. Und dann
Aber dann bin ich halt irgendwann einfach mal dazugekommen und ich fand es halt sehr schön, dass ich euch dann relativ schnell dann auch so live erleben konnte und ich fand die Truppe sehr angenehm und ich war einfach happy, dass ich mal so in dieser IP Fuß fassen konnte über das reine Konsumieren, so quasi vom Beckenrand gucken. Hm. Ja, Exat war, ist auch, also ich weiß nicht, ob er heute noch spielt, aber damals war er ein verdammt guter Pilot und es war ein wenig erstaunlich, dass er so lange bei uns geblieben ist. Nicht, dass wir schlecht sind oder sowas, aber er ist so einer von diesen Piloten, wo du sagst, der geht halt irgendwo so irgendwo E-Sport-mäßig oder kompetitiv, ne? Hat aber sehr lange mit uns gespielt und ich weiß, die Partien mit ihm waren immer äußerst erfolgreich. Ja, das, ich muss nämlich den Schnuffel ganz kurz korrigieren. Das war nämlich ein Exat, Sulda und ich Triple Feature, wo uns der liebe Schnuffi angeredet hat. Aha, okay. Anyhow, war auf jeden Fall eine saugute Zeit, bist auf jeden Fall so würde ich sagen, ziemlich in der Peak-Zeit da eingestiegen von MWO und das war ein guter Einstieg. Und seitdem bist du kontinuierlich dabei. Ich glaube, also du hast zwar klar schon mal kleinere Pausen, ein paar Wochen vielleicht mal oder so gemacht, aber ich glaube, du spielst seitdem permanent eigentlich, oder? Ja, also ich glaube, ich war nie unter 110 Spiele im Monat, außer vielleicht ein oder zwei Monate, ja. Wahnsinn. Und wie hat sich das Game für dich so verändert seitdem? Also klar, Spieler verändern sich, ne, und so, aber würdest du sagen, hat sich das Game in den 6 Jahren massiv verändert oder ist es doch recht stabil geblieben? Für jemanden, der durchgängig spielt, das ist so ein bisschen wie Kinder, die du beim Aufwachsen beobachtest. Wenn du nicht bewusst drüber nachdenkst, fällst dir nicht so auf. Also wenn du eine Pause gemacht hast, dann fallen dir die Unterschiede schon gewaltiger auf, denke ich. Und was jetzt halt zwischendurch schon mal passiert ist, dass ich mal 1,5 Wochen aussetze und da reinkomme, es gibt eine neue Map und die ist völlig an mir vorbeigegangen. Obwohl ich relativ aufmerksam halt auch ein paar der Top-Spieler und so ein paar meinungsstarke Personen, die dann halt da, es ist ja einfach, gibt ja viel Twitch, gibt viel YouTube-Content, den man sich da reinpfeifen kann. Das mache ich halt gern zum Frühstück, wenn ich noch nicht so viel denken möchte. Und da kriegt man relativ viel Input und trotzdem gehen Sachen an mir vorbei. Das heißt, passiert halt einiges. Was man nicht erwartet hätte, wenn man Anfang des Jahres das Interview mit Russ gesehen hätte. Ich glaube, es war Anfang des Jahres. Es mag auch an seiner Persönlichkeit liegen, dass er nicht so begeistert klang, aber das klang halt eher komplett anders, als wie es sich momentan anfühlt. Hm. Spannend, ne? Ist das immer eine unterschiedliche Wahrnehmung, ob man etwas erschafft und dann auch schon so lange dabei ist. Ich meine, die haben 2012 haben sie ja die Closed Beta Release. Das ist jetzt schon 11 Jahre her. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Übrigens ziemlich zeitgleich zu so einem ganz unbekannten Kickstarter-Game, was aber, glaube ich, immer noch nicht richtig gelauncht ist. Ne? Hat irgendwas mit Raumschiffen zu tun. Ich weiß auch nicht. Aber 11 Jahre und wenn man das so permanent macht, ich glaube, dann hat man auch eine ganz, ganz schräge Perspektive im Vergleich zum durchschnittlichen Gamer halt. Ne? Und 2017, Malte, da waren ja so noch Faction Play, war so State of the Art, das war so das Main Event. Ne? Das ist, hat sich ja doch über die Jahre ein bisschen verändert, oder? Ja, Faction Play, damals hat man das halt gespielt, weil auch noch einfach genug Population halt da irgendwie da war und die Leute, also ich würde jetzt mal meine Einschätzung zur Besonderheit von Faction Play ist natürlich, wenn du es halt immer spielst, gibt es einmal ein Reward-System, gibt es da. Es ist eine Möglichkeit wirklich für diese großen Teams, für diese 12er-Teams gegeneinander anzutreten. Für die Casual oder für die Einzelspieler war es schwieriger. Da brauchst halt schon, also ein Job-Call gibt da halt auf jeden Fall viel Sinn. Und es ist deutlich mehr, und das ist halt auch heute noch so ein Ding, es ist deutlich mehr Commitment, weil du halt mit deinen 4 Max da reingehst und es ist jetzt nicht wie 4 komplette Spiele. Aber ich sag mal ganz platt, wenn du eine schlechte Erfahrung hast, hast du die, ist halt dann eine halbe Stunde auf die Schnauze und nicht halt nur dieses kleine Spiel. Das heißt, das Commitment ist deutlich höher und das, was du als daraus bekommst an Spielspaß, das hängt sehr damit zusammen, ob du halt in einem großen Team spielst und da natürlich dann auch gewinnst. Beziehungsweise das Teamplay, dich halt dann nach vorne bringt, wenn du das halt jetzt nicht so hast und als Einzelspieler drin bist, dann ist es gegen so ein komplettes Team natürlich immer ein gewisses Problem und die Rewards, die du da halt hast, die sind überschaubar. Also ich glaube, du kriegst ein bisschen mehr auch, aber bis du dich da durchgearbeitet hast, musst du eine Unmenge an Spielen spielen und fürs Nebenbei spielen, und das hat sich zum Beispiel sehr verändert, gibt es diese kleine Option des Scoutens für die 4er-Teams, die gibt's halt nicht mehr. Ja, super spannend, das habe ich sehr gemocht.
Ja, absolut. Waren auch viele, die das nur gespielt haben und du konntest ja die gleichen Rewards halt bekommen. Oder das hat da quasi eine Möglichkeit auszuweichen. Und gibt es da nicht einen Grund dafür, warum sie es abgeschafft haben? War es irgendwie, keine Ahnung, du sagst, es gibt Leute, die das nur gespielt haben. Ich habe es auch eine ganze Weile gezockt. Sulda hat es auch eine ganze Weile nur gezockt. Ja. Also von daher, aber irgendwie war die Population, war das so unbeliebt oder was war der Grund? Ich glaube, die Population war das Problem, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, warum sie es rausgenommen haben. Sie hatten halt, ich glaube, die haben verschiedene Pläne halt verfolgt, wie sie Sachen umbauen wollten und sie wollten die Population wahrscheinlich dann wieder zurückführen auf das richtige Faction-Play. Aber bin ich nicht ganz sicher, habe ich jetzt tatsächlich kein Soundbit zu im Ohr. Aber Faction-Play ist jetzt schon auch irgendwie tot. Also die, ich habe jetzt auch schon seit einigen Wochen wieder mal gespielt, mittwochabends mit den Jungs, also mit dir und den anderen. Aber Faction-Play spielte da gar keine Rolle mehr. Nee, sehr gering. Das heißt, beim Faction-Play-Event war das Besondere auch, dass keine großen Teams da sind. Stimmt, da war jetzt ein größeres Event. Ein Wochenende oder was war das genau? Ein komplettes Wochenende, ich glaube 3 Tage. Sie hatten auch da wieder ein paar spezielle Rewards und das hat auf jeden Fall wieder eine Population rübergespült, die das dann abgreifen wollten, weil es noch recht überschaubar war. Das war auch schön, aber man hat schon, also das waren halt keine 12er Teams, die da unterwegs waren. Aber ist doch eigentlich auch ein bisschen ist doch ein bisschen entspannter dann eigentlich auch. Überleg mal, wenn dann irgendwie so eine Handvoll feste Teams dabei gewesen wären und die hätten dann mit allen anderen den Boden aufgewischt. Auch nicht so cool, oder? Absolut. Also es gab ja große Veränderungen, also ich glaube, so im Gesamtkontext gibt es ein paar große Veränderungen, die auch das Balancing und generell viel das habe ich ja mitbekommen in den 6 Jahren, die ich jetzt dabei bin. PGI hat viel gelernt halt auch und die ändern halt auch ihre Kommunikation und da ist ja auch mal viel passiert und natürlich, wenn man von außen drauf guckt, dann ist es halt so ein bisschen so ein Szenedrama, was mich ja halt doch immer sehr interessiert hat dann, was für Sachen da passieren, was für Stories da passieren. Sie generieren relativ viel Content jetzt auch. Das heißt also, der Singleplayer ist auch gestärkt, weil, bitte nicht Singleplayer, aber normale Queue oder diese Event-Queue, die sie da gebaut haben. Die normale Queue, genau, ja. Genau, und die ist halt, die haben sie schon gestärkt, weil neuer Content dazu gekommen ist. Sie hatten ja Maps wieder umgebaut. Sie haben relativ hohen Durchlauf, jetzt mit der dritte Level-Design in 1,5 Jahren. Wow. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber auf jeden Fall da immer Leute, die mal Zwischenstationen gemacht haben und Maps gebaut haben. Jetzt ist wieder eine neue dazu gekommen. Also da ist der Content schon ein bisschen gestiegen. Und, heißt das, dass die quasi immer wieder neue haben und die alten dann gehen oder wird das Team vergrößert? Ich glaube, die alten gehen dann wieder. Ich weiß momentan, also ich habe das Gefühl, also dass dieses Community, also ein paar Leute sind halt raus. Und was man ja eigentlich dachte, wäre, nachdem, was man da gab es ein Interview mit Russ, ich weiß nicht genau, wann es jetzt war, ob es noch nicht so lange her, und es klang halt eher so, als wäre es auf Sparflamme und würde so nebenher laufen, aber es fühlt sich nicht so an, weil sie tatsächlich diesen Content generieren. Das heißt, ich glaube schon, dass sie jetzt auch hin und wieder Leute dafür abstellen. Und ich glaube, sie haben Ressourcen frei, weil sie auch der Community einen großen Teil der Arbeit auch mit abgegeben haben. Und zwar gibt es jetzt dieses Cauldron oder nagelt mich nicht auf den Namen fest, dieser Community-Beirat, der da jetzt existiert, ändert seinen Namen halt schon mal. Und die kümmern sich jetzt federführend auch ums Balancing und geben sehr viele Ideen ein. Und ich glaube, allein was die an Sheets und Excel-Grundlagen da halt bauen und das kommt halt schon sehr aus dieser, ich sag mal, kompetitiven Ecke des Spiels, aber ist auch irgendwie gut, weil das sind natürlich die Leute, die es auch vorne wegziehen. Und geben sehr viel Input und geben sehr viel Richtung vor. Und PGI lässt das auch zu. Und dadurch ändert sich dieses Spiel jetzt halt oder hat sich nochmal stark geändert. Und ich glaube sehr zum Positiven für Leute, die längere Zeit spielen. Und deswegen ist aber die Single Queue oder das kompetitive Spiel hat ja auch mit dem Faction Play nichts zu tun. Das heißt also, die Leute stürzen, die kompetitiven Spieler spielen kein Faction Play. Das heißt auch, ja, dass die großen Teams das nicht spielen. Und deswegen ist es wirklich so für die, ich sag jetzt mal, Casuals, ne, ist es dadurch vielleicht wieder interessant, wenn es da Belohnungen gibt, dass sie es mal wieder spielen, um ein bisschen Flavor reinzukriegen in ihren Spieleralltag. Und weil es nun mal auch Spaß macht, mit einem Dropdeck zu spielen, es hat ja durchaus auch seinen Reiz, was da passiert. Aber wie du schon sagst, es ist ein sehr entspanntes Spiel gewesen. Wir waren halt auch unterwegs und es war sehr angenehm, weil eben keine 12er-Teams da dominiert haben. Und ich glaube, das hat diesen Grund, dass die Teams, die existieren, die kompetitiv spielen oder die es halt noch so wirklich existieren, dass die dann halt auch in diesen kleineren Gruppen unterwegs sind und es auch gar nicht mehr so gewöhnt sind, als Zwölfergruppe loszugehen, weil in die Single Queue kannst du ja auch nur als Vierergruppe rein. Ja, außer du machst wie wir dann Sync Drop, so wie in den guten alten Zeiten. Ja. Aber Population ist ein Problem, ja.
Hast du da Zahlen und beobachtest du das, wie viele Leute da so an einem durchschnittlichen Tag dann irgendwie spielen oder ist es jetzt mehr so Bauchgefühl, Pi mal Daumen? Ich hab's mir angeguckt, aber ich habe die Zahlen jetzt nicht parat. Ich kann nur quasi bestätigen, dass es halt tatsächlich wieder stabil und auch so mit einem leichten Anstieg, zu verzeichnen. Natürlich hat mein Corona ist quasi, gab es halt auch nochmal in der Phase so eine erhöhte Spieleraktivität. Aber es sind jetzt ein paar Leute zurückgekehrt und haben das Ganze so ein bisschen stabilisiert. Das zeigen halt so auch die Zahlen. Und ich habe so die stille Vermutung, dass ein Teil dieser, dass die Leute jetzt halt, also es gibt jetzt ein paar, neben den Maps gibt es halt auch eine interessante Entwicklung, was die Max angeht. Die sind ja auch recht spannend. Die haben nicht nur, also die haben sogenannte Legendary Editions rausgebracht und versuchen jetzt also quasi mit Spezialeditionen der alten Max oder tatsächlich neuen Varianten der alten Max jetzt halt wieder was Neues halt reinzubringen. Wahrscheinlich einfach ein bisschen Geld dann auch zu machen. Das Spiel kostet ja nach wie vor im Unterhalt. Und die haben da so also eine Gratwanderung gemacht, weil diese Legendary Editions, die hatten sehr schnell den auf der einen Seite sehr schnell den Vorwurf, dass sie Pay-to-Win sind. Und tatsächlich hat PGI das auch bestätigt in dem Sinne, als dass sie diese Dinger dann hinterher auch genervt haben. Waren wirklich sehr, sehr ja gute Max, die sie da auf den Markt geworfen haben quasi. Und da haben sie durchaus noch einige verkauft worden. Also das war wohl ein Erfolg. Was sie aber gemacht haben, und das ist wirklich spannend, sie haben Max genommen, die eine ganz andere Art von Persönlichkeit bekommen haben als vorher. Und zwar haben sie ein oder zwei Experimente gestartet. Das wird man jetzt sehen, ob das funktioniert, mit dem sogenannten Scattershot zum Beispiel. Das ist eine Variante des Dunkelfalken, also Shadowhawk. Und der hat eine extrem hohe Schussfrequenz, aber wie er halt heißt, Scattershot, auch eine extrem hohe Streuung. Ja. Das heißt also ein Mac, der wirklich eine Persönlichkeit hat, weil wo man denkt jetzt, okay, egal was er drin hat, er darf nicht nahe kommen. Und zu dem man halt auch noch schnell dann erkennen muss. Das finde ich halt spannend. Also es ist eine neue Art und ein bisschen, also ein tieferer Eingriff. Inwiefern der jetzt hier von diesem sogenannten Cauldron, von diesem Spielerbeirat dann auch unterstützt ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall passiert sehr viel im Balancing und das ist ja auch immer gut, weil das habe ich tatsächlich auch gemerkt in den 6 Jahren. Es ändert sich ja quasi alle 6 Monate, ist wieder irgendwas Neues, die Meta, aber auch wirklich große Änderungen sind passiert. Wir haben einen neuen Skilltree, das alles ist ja in meiner Zeit dann auch passiert. Es gab überhaupt die Light Engines für die Inner Sphere Max. Also da passieren viele Dinge, die auch grundlegend dafür gesorgt haben, dass man sich umstellen musste. Und das macht ja auch einen Teil aus. Es darf natürlich, die Veränderung darf nicht zu schnell sein und die Leute müssen befragt werden. Aber wenn sich nichts ändern würde, wäre es auch irgendwie langweilig und so. Hast du auch in einem Spiel, was extrem deiner Individualität frönt, weil du ja wirklich deine eigene Max bauen kannst, deinen Spielstil bauen kannst, hast du jetzt auch nochmal die Möglichkeit, dann über die Zeit dann halt immer wieder trotzdem neu dich orientieren zu müssen und auslegen zu können. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass das Balancing sich in letzter Zeit wieder verbessert hat. Also ich habe ja mal vor einem Jahr oder zwei ziemlich geschimpft, als ich mal wieder reingeguckt habe, als sie das Meta ziemlich durchgewirbelt haben, so mit dieser Jump-Sniper-Kacke, die ich ja wirklich hasse. Ich kann es nicht anders sagen. Ich hasse das. Das ist für mich ein widerlicher Spielstil, der wenig mit dem Battletech, so wie ich es halt kenne, aus Tabletop und Geschichten und Spielen halt zu tun hat. Aber mittlerweile finde ich es auch wieder recht divers, was so die Waffen angeht. Man kann viele verschiedene Sachen spielen. Und das macht dann halt auch Laune, ne? Und klar gibt es dann ein paar Sachen, die besser funktionieren als andere. Aber ich habe jetzt auch RPPC-Erfahrungen wieder gemacht. Ich habe mit Daka Daka wieder ein bisschen gespielt, ne? Ich habe auch mal Nahkampf was ausprobiert. Stop-Nose-PPCs sind ja seit einiger Zeit, wow, Meta, glaube ich, immer noch. Also von daher schon einigermaßen vielfältig wieder, was ich gut finde, sehr gut finde. Ich finde, es gibt 2 große Dinge, die passiert sind. Eine liegt mir gerade auf der Zunge. Aber sie haben, dadurch, dass halt die Competitive-Spieler, also ich glaube, wir haben generell in diesem Spiel zwischen den Leuten, die sehr auf die Lore bedacht sind, beziehungsweise so ein Spielgefühl haben möchten, wie sie es halt auch in der Lore kennen, da würde ich mich eigentlich sogar zuzählen. Und es gibt Leute, die es competitive spielen, für die ist das halt ein Shooter. Ein Taktik-Shooter, absolut. Taktik ist extrem wichtig, aber da gibt es halt so eine gewisse Spannung natürlich. Die Leute, die es wie ein Shooter spielen, also ich habe da ein paar gesehen, die sehr, sehr diverse Builds bauen und wirklich sehr unterschiedlich, also großartige Spieler, die
in dem einen Mac, den sie sich so bauen, als ob sie wirklich Quake 3 Arena spielen würden. Das war auch der erste Kommentar unter bei YouTube drunter. Und auch unfassbar schnell dieses Game spielen, aber das sind die gleichen Leute, die mit einem anderen Bild auch einen komplett anderen Spielstil erfolgreich fahren können. Und das gibt dir das Spiel natürlich auch. Das finde ich halt auch klasse. Das heißt, du kannst es sehr auf deinen Skill anpassen und durch den Skill-Reset ist es tatsächlich so gewesen und hoffentlich jetzt auch immer noch, dass es nicht so ist, dass du als Vielspieler nach oben gespült wirst, sondern dass du, wenn du, also nicht nur einfach durch langes Spielen irgendwann Tier 1 bist, also in höheren Tierstufen unterwegs bist, sondern dass du halt, dass du diesen Progress wirklich spürst. Und wenn du halt ein Tier 3 Spieler bist, dann bleibst du auch erstmal da. Hat den Vorteil, dass du halt trotzdem gute Spiele halt haben kannst, als wenn du dir einen Spielstil aneignen möchtest und spielen möchtest, der nicht mit der Meta übereinstimmt. Und das finde ich halt gut, unterm Strich. Weil du möchtest natürlich trotzdem Leute happy machen, die ein Tier 1 spielen und die dann auch ja, klar. wegen ihrer Competitive Meta dann spielen wollen, weil das sind die ziehen es halt durch und ne, das guckst du dir halt an. Solche Leute brauchst du halt auch, ne? Also die sollte man nicht außen vor lassen. Und die ziehen so ein Spiel ja auch und geben so ein bisschen den Puls oder den Takt halt vor. Ne? Das ist halt so. Die dürfen halt nur nicht allein im Fokus stehen. Wenn die nur bedient werden, ist auch wieder schlecht. Aber die brauchen auf jeden Fall auch ihre Zuneigung und Liebe. Nee, muss ich sagen. Gefällt mir gut, was sie in letzter Zeit gemacht haben. Ich genieße die Spiele, obwohl ich bei Weitem nicht mehr so erfolgreich bin wie noch vor ein paar Jahren. Klar, Meta hat sich verändert, mein Skill ist zurückgegangen, weil einfach fehlen Übungen. Es gibt mal so ein Spiel, wo ich ganz gut mitrocke. Es gibt auch Partien, wo ich irgendwie nur 200 Schaden mache oder sowas in der Richtung und nichts umlege. Das ist natürlich dann ein bisschen deprimierend, aber ja, es regt mich gerade nicht so aus. Ich genieße eigentlich eher so das Zusammenspiel mit euch, mit Roughneck, mit Onai und wer auch immer alles dann an den Abenden da ist und einfach ein bisschen daddeln, ein bisschen quatschen zwischendurch und ja, dann mal wieder um die Häuser ziehen. Ja, absolut. Ich meine, der soziale Aspekt ist da. Ich glaube, die Durchschnittsalter ist auch relativ hoch. Dafür ist es halt sehr schön, dass auch die ganzen Familien... Ich glaube, der steigt auch immer weiter. Ja, absolut. Und ich denke halt, also ein Punkt, wo ich dann dachte, dass eventuell der Grund, warum jetzt auch durchaus noch ein paar Ressourcen draufgeworfen sind, ist einfach der, in dieser Community, für diese IP liegt halt immer noch nach wie vor eine Menge Geld. Das hat man jetzt halt auch gesehen bei dem Kickstarter für, was war das hier, für die neuen Figuren, ne? Allein diese, das war 7,5 Millionen, die sie da genommen haben. Das kann so ein kleines Entwicklerstudio durchaus mal über ein, zwei, drei Jahre bringen. Und also wenn die jetzt, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, ne? Aber sie sehen auf jeden Fall, die Community hat Geld und deswegen ist es überhaupt möglich, dass wir so ein tolles Spiel, egal was man darüber sagt, bei PGI, was auch so viele Schwächen hat, vom UI so alt ist, so umständlich in der Bedienung ist, so langsam in der Bedienung ist, aber es hält einen ja immer noch. Und das ist wirklich, es ist einfach ein gutes Spiel und es entwickelt sich auch nach wie vor noch. Und das ist, wie du schon sagst, ne, von 2012 bis jetzt, da muss man schon mal sagen, gut ab. Und gut ab. Irgendwie, man hängt aber auch so ein bisschen drin, so ein bisschen Stockholm-Syndrom, weil man auch relativ viel investiert hat. Aber ja, ich bin also beeindruckt von dem Spiel. Und ich habe auch zwischendurch mal mit den Gedanken gespielt, dann da rauszugehen wieder und das nicht zu machen. Aber bis jetzt hat das auch nicht funktioniert für mich. Das heißt, dass sie machen einiges richtig, da darf man gar nicht so... Darf man nicht so viel meckern? Nein, ich denke auch. Ja, also es ist ja vor allem, es ist auch keine Ablösung oder keine Neuauflage irgendwie in Sicht. Mein MechWarrior 5 Mercenaries wurde ja vor ein paar Jahren jetzt schon gelauncht, ist ja hauptsächlich Singleplayer. Es gibt einen kooperativen Spielmodus, der auch seine Reize hat, also macht Spaß. Und ich habe es jetzt auch gerade irgendwie 5 Mercs nochmal auf die Platte gezogen, mit jetzt inzwischen allen Erweiterungen, also inklusive Rasalhaag. Und habe auch mal die aktuellen Mods nochmal drauf gehauen, wie Merktag und diese Basisvarianten für all die Mods. Und habe da auch wirklich schöne Sachen halt, sag ich mal, mit drauf. Das hat das Spiel nochmal verfeinert und auch mit der Auswahl durch die verschiedenen Piloten und besseren Voice-Geschichten und auch durch die offiziellen Erweiterungen Quests ist das Universum jetzt schon viel, viel lebendiger, ne, als es noch zum Release war, gar keine Frage. Ich meine, es sind jetzt 3 Erweiterungen, glaube ich, erschienen. Ist das richtig? Ich meine, ja. Ich hatte im Kopf auch tatsächlich, du hattest
ganz am Anfang hast du auch mal den Satz gesagt, weil ich bin auch ein Content-Spieler bei solchen Spielen, die ich so spiele, ich möchte einfach eine Storyline folgen, möchte mich in dem Universum verlieren. Da hat mich das nicht so wirklich gepackt. Ich habe mich da am Ende eher durchgequält. Und du hattest damals gesagt, ja, Content ist auch das, was kostet. Und ja. Das hat mich, also ich, wenn man sich dann anguckt, dieses Battletech von Herbert Screens, dieses Rundenstrategiespiel, da hatte ich halt alles, was ich wollte. Ne? Also da hatte ich eine Story, die mich durchaus gepackt hat, hatte Spaß am Spiel, bin gut durchgekommen, die Erweiterungen hatten dann eben keine neue Story mehr und deswegen habe ich sie mir nicht geholt, das hat mich nicht interessiert dann. Hier ist es halt andersrum. Hier sind bei MW5 sind dann die Story-Erweiterungen nachgekommen und ich habe sie noch nicht gespielt, aber ich werde sie spielen, weil ich einfach weiß, dass mich dann da erwartet, was mir im Hauptspiel vielleicht ein bisschen fehlte. Und da freue ich mich drauf, das finde ich auch schön. Tatsächlich sind die Erweiterungen, die Stories besser als die Hauptgeschichte. Die Hauptgeschichte, obwohl sie sie auch mittlerweile gepatcht und ein bisschen verändert haben, gerade den Anfang, der wirklich echt schwach war, ist es trotzdem immer noch der schwächste Teil des Games aus meiner Sicht. Ne? Obwohl die Story im Laufe, also in der zweiten Hälfte, dann auch besser wird. Aber dadurch, dass du jetzt jede Menge auch Sidequests hast, die auch spannend sind, so wie Vierte Nachfolgekrieg oder die Entstehung von Ra's al Haq oder dieses Auffinden von irgendwelchen Elite-Kriegern mit ihren Mechs und so weiter. Also es ist jetzt abwechslungsreicher in dem Sinne, du hast das Gefühl, du hast immer irgendwo irgendwas zu tun und du musst nicht mehr zwangsweise diese ganzen repetitiven, sorry für die Wortwahl, Piss-Quests oder Missionen machen, wo du immer wieder dieselben Aufgaben hast. Ne? Also das ist ja das, was, glaube ich, am meisten genervt hat. Irgendwie, du musst Rufrang 7 erreichen, dafür musst du jetzt noch 10 irgendwie generische Quests machen, wo du irgendwie Garnisonsdienst betreibst oder den 10., 20. Attentatsauftrag halt annimmst. Die gibt es zwar immer noch, aber die sind nicht mehr ganz so viel, weil einfach die anderen Quests zwischendurch an teilweise deren Stelle treten und du dadurch dann auch deinen Levelaufstieg bekommst und das auf amüsante und unterhaltsame Art und Weise. Ja, was mich wirklich, wirklich gestört hat, waren die Briefings. Weil ich das fand unübersichtlicher Blödsinn, warum muss ich da überhaupt hochlaufen, um auf diese Karte zu gucken, wo ein Standbild eingeblendet wird und die Assets, die drumherum standen, also die Figuren waren schlecht. Ja. Also ich hatte überhaupt keine Connection dazu. Und das fand ich schade, weil da wären mir diese stumpfen Dinger von MacWarrior viel lieber gewesen, wo du ein kleines Video hörst und jemand erzählt dir was. Das war spannender und packender. Ja, das stimmt. Sicherlich auch mit diesem Abstand als das jetzt hier, und das fand ich ein bisschen schade. Aber es war ja grundsätzlich, also wie du schon sagst, das war halt auch so ein Grundgerüst, das dann reift. Und ich bin froh, dass sie es gemacht haben. Es hätte ja auch schief gehen können. Ja, aber die Sachen, die du gerade angesprochen hast, sind leider immer noch da. Also die Tante steht immer noch relativ steif oben rum, der Typ sitzt immer noch in der Badewanne. Da denke ich mir auch, ey Leute, das hätte man auch ein bisschen besser machen können. Das ist also die Main-Quest ist immer noch das Schwächste und auch die Erzählweise, du musst halt viel lesen. Das ist sehr oldschool. Ich meine, ich komme darauf klar, ich bin ja auch irgendwann 1865 geboren, ne? Aber und weiß sogar noch, was Text-Adventures sind, irgendwie auf dem Computer, wo dann nur steht, gehe Westen oder so, ne? Ja. Aber das geht deutlich besser und selbst Harebrained Schemes hat das mit vergleichsweise einfachen Mitteln deutlich besser erzählt bekommen mit den Einblendungen der Bilder und diesen leichten großartig. Bewegungen. Ne? Mhm. Das ist leider wahr, ja. Also da bin ich halt auch, von dem Spiel war ich rein, also da bin ich wirklich gefangen gewesen und habe die ganze Zeit durchgespielt und das gesuchtet, weil ich halt die IP mag, ne? Du hast ja selbst mal gesagt, ein Spiel kann durch eine IP auch dazu gewinnen. Das ist tatsächlich ein Vorteil, wenn das hier hat. Wenn das Spiel gut ist und das ist in der IP, die du liebst, dann hast du dein Spiel gefunden, auch wenn es hier nur die 80% Wertung bekommt von irgendwem anders. Aber für mich ist es dann halt ein 90. Und das hatte halt dann MW5 nicht so. Das fand ich ein bisschen schade. Aber die Tatsache, dass man immer zusammenspielen konnte, da haben sich auch die Gruppen bei uns gefunden. Das war nicht so ganz meins, aber dass jemand reindroppen kann, dir helfen kann bei der Mission. Da ist auch viel richtig gemacht worden. Aber wenn wir jetzt mal kurz zu MW5 zurückgehen, das Ding ist ja, dass irgendwann dieses Spiel einfach sterben wird, weil die jetzt schon das Problem haben, dass sie für die CryEngine, auf der es gebaut ist, keine Entwickler mehr haben. Also selbst Quality-of-Life-Verbesserungen brauchen zu lange, sind furchtbar. Und das ist halt tatsächlich jenseits von jeder Art von Taktierung oder dem, was PGI da mag oder welchen finanziellen Entscheidungen, irgendwann wird es halt einen Endpunkt geben damit. An der Stelle für mich. Und das ist halt sehr schade, weil es mich jetzt halt schon extrem stört. Und deswegen wirst du auch nicht mehr viele neue Spieler bekommen, weil einfach, sobald du mehr als 60 Max hast, dauert es halt jedes Spiel
3 Minuten länger, weil einfach in der Zeit dann MacLab dann lädt. Und sie versuchen es zu verbessern, aber es wird nicht funktionieren. Und da ist natürlich die Frage, und da gibt's das Thema möchte ich jetzt noch nicht anreißen, man hat dann Wünsche, wie portiert es doch an die an den 5. Ihr habt ja schon die Assets, aber wie man das jetzt machen soll und ob man da was mitzieht, wie man die Leute mitnimmt und so. Alles so eine Frage. Da habe ich dann mal irgendwann nochmal drüber gesponnen, dass sie es vielleicht dann wirklich, weil in dieser Community halt Geld steckt, über einen Kickstarter machen können, der sich halt quasi dann selbst finanziert für eine Portierung 1:1. Aber selbst das, ne, also es ist unwahrscheinlich. Also da, es wird irgendwo einen Endpunkt geben, den wir nicht kontrollieren können, denke ich. Aber es fühlt sich gerade nicht so an, das ist schön, weil ich meine, wenn ich mir jetzt noch ein MacPack hole, dann tue ich es aus dem Grund, und das ist ja auch bei anderen Spielen so, dass ich die Entwickler unterstützen will. Auch bei Hellblade Scheme habe ich dann hinterher noch eine der Erweiterungen. Also ich habe eben gelogen, ich habe ein oder zwei der Erweiterungen dann hinter im Sale geholt. Ich habe sie nicht gespielt, aber ich ist trotzdem okay, weil ich weiß, das Geld endet da an der richtigen Stelle und ich bin zufrieden, dass ich das bekomme. Und bei MB5 ist es ähnlich, ich möchte Leute ja auch supporten. Mhm. Es fühlt sich nicht so an, dass ich es nur noch supporte und nichts dafür zurückkriege, oder dass jetzt quasi eine Grabbeilage ist. Das ist gerade nicht der Fall. Das finde ich halt schön, weil ich meine, auch wenn wir jetzt alle älter werden, wir haben ja alle noch ein paar gute Jahre vor uns. Und dann spielt man das halt, dann ist es halt das Spiel, was wir dann mitziehen. Und wenn wir es halt nebenbei spielen, also dann ist es so. Ja, übrigens, ich habe gerade mal reingeguckt. Also MW5 Mercs habe ich laut Epic Games Shop immerhin 269 Stunden und 3 Minuten gespielt. Das ist auch schon gar nicht so wenig. Bin ich überrascht. Also ich hatte mit deutlich weniger gerechnet. HBS Battletech bin ich bei, laut Steam, bei 487 Stunden und 1, nicht ganz doppelt so viel. Und MWO, nur die Steam-Version, wir haben ja vor Steam noch die eigenen Clienter gespielt, das kann ich nicht sagen, wie viel Zeit da war, aber das waren ja auch einige Jahre, immerhin 1310 Stunden. Da sieht man schon, wo halt auch dann die Leidenschaft liegt, gerade das Online-Gaming, weil es halt jedes Gefecht schon ein bisschen anders ist, weil die Leute einfach anders sich verhalten. Ne? Immer in jeder Partie. Ja, du hast völlig recht. Also ich finde auch, wenn man jetzt das mal zusammenrechnet, das meinte ich auch, wenn man halt diese Lieblings-IP halt hat, dann, wenn man hinterher nochmal durchguckt, also ich habe da zum Beispiel seit 2017, ich habe ja nach euch losgelegt, habe ich 4109 Stunden Spielzeit in dem Game. Und das ist halt eine ordentliche Zahl, wenn ich das halt umrechne, das ist ein bisschen erschreckend auch. Ja. Aber es ist halt irgendwie auch klasse, weil das heißt, also man hat da was gefunden und dann, weiß ich nicht, wenn ich jetzt kein Fear of Missing Out, was andere Spiele angeht, habe, dann ist es ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, es ist nicht einfach nur irgend so ein komisches Suchtverhalten, sondern dass ich wirklich Spaß gehabt habe. Aber ich glaube, das kann ich bestätigen. Ja, ich glaube auch, also mir hat es auch lange Zeit extrem viel Spaß gemacht und einfach auch so dieser soziale Aspekt und was zusammen machen. Andere Leute gehen irgendwie in Schützenverein oder gehen Bogenschießen, was weiß ich, häkeln, Topflappen oder so. Ich habe halt auf virtuelle Mechs geschossen, also von daher. Und meine Frau sagt immer, das Gute ist, ich weiß wenigstens, wo du bist. Ja, im Keller. Genau. Also vielleicht auch eine Überleitung jetzt für das andere. Ich meine, wir bewegen uns ja in diesem Battletech-Universum und ihr wollt ja gleich auch über die Bücher sprechen und all diese Dinge machen ja für viele Leute auch was aus, also wir tauchen ja wirklich in diese Welt ein, ob es ein MW5, MWO ist oder dass ich über euch jetzt tatsächlich die Chance habe, zwischendurch mit mäßigem Erfolg an der Platte zu sitzen und zu spielen, auch in diesem sozialen Bereich. Das ist ja auch klasse, man kriegt halt in diesem Universum, das so reichhaltig ist, von allen Seiten was und das dann zwischendurch zu abends nochmal zu spielen, ob sich jetzt halt ein bisschen anders anfühlt als eine Tabletop-Runde oder nicht. Es atmet doch sehr, sehr viel von diesen Battletech-Geistern halt auch ein und dem, was auch immer uns dann daran gefallen hat. Ne? Ja. Ich weiß, dass ich diese Ästhetik mag, dieses alte, abgefragte Dinge, was du dann halt startest und wo der Kerl in der Unterzahl dann doch noch gewinnt und so, egal wie bescheuert diese Geschichten waren, sie haben mich als Jugendlicher begeistert. Heute belächle ich sie aber trotzdem immer meinen Spaß dran und begleitet mich und ich mag die Ästhetik einfach und man wächst ja auch mit da und das finde ich ganz schön. Und wie gesagt, also ihr habt ja jetzt auch die Bücher angesprochen, die gibt es halt auch immer noch. Das ist auch einfach nicht tot zu kriegen, ja. Obwohl es halt schon eine Nische ist. Und das finde ich halt klasse. Und ich habe jetzt Bekannte aus den USA kurz da gehabt, nicht von Freunde von meiner Freundin. Und die spielen eigentlich ein bisschen Magic, die spielen, ich glaube, Warhammer. Und die kannten aber Battletech. Und die kannten das nicht nur ein bisschen, die kannten das auch im Größen, obwohl sie es nicht spielen. Weil die Szene auch in den Staaten erstaunlich groß ist. Und sobald du drin bist, wird da auch einiges gespielt. Neben dem Platzhirschen. Das fand ich spannend. Also damit habe ich einfach nicht gerechnet. Auch wenn sie auch in Deutschland sehr, sehr stark ist, diese IP, glaube ich. Na, es ist ja auch so, dass du
schon allein durch die Masse an Leuten, wenn du ungefähr die gleiche Prozentzahl hast, halt schon deswegen eine viel größere Community hast, ne? Wenn du sagst, keine Ahnung, 5% aller Tabletop-Spieler spielen Battletech, hast du in von den reinen Zahlen natürlich in USA viel mehr als bei uns jetzt, ne? Mich wunderte nur, dass sie davon gehört hatten und dass sie so tief in der Materie drin waren, obwohl sie nur Zaungäste waren. Also die konnten die Max jetzt nicht zuordnen, aber sie wussten, also sie haben die Max gesehen und wussten, dass es Battletech ist, ohne es zu lesen, und wusste halt, was ich da spiele, wusste ungefähr, wie das Spielprinzip halt ist, wusste, dass es jetzt Alpha Strike gibt und so, und er hat das nie gespielt. Das heißt, also er hat es nur gesehen, weil es in seinem Namen halt war. Und das fand ich halt spannend, weil das anscheinend trotzdem so ein Ding ist, also was da existiert. Das ist jetzt auch, glaube ich, kein Sonderfall, weil er ist eigentlich sehr eingeschossen auf seine Sachen gewesen, die er so spielt, aber er hat es gesehen, so wie wir, also ich, keine Ahnung, ich habe Hunger Games geguckt und kann trotzdem Sachen zitieren, weil ich die Memes kenne. Das heißt aber, dass die Sache schon sehr groß sein muss in dieser Szene, damit ich es überhaupt mitbekommen und einordnen kann. Und so, das Gefühl hatte ich da einfach. Es kann auch ein absoluter Sonderfall sein, weil N gleich 1, ne? Aber fand ich halt spannend und einfach schön. Das war, also, gefühlt ist es, also ich bin ja schon ein optimistischer Mensch, aber sowas eher so versuche ich realistisch dran zu gehen. Aber es fühlt sich an keiner Stelle so an, als ob Battletech irgendwie verschwinden würde, ganz im Gegenteil. Das finde ich schön, egal an welcher Front. Man muss mal überlegen, die IP ist inzwischen fast 40 Jahre alt. Das ist schon auch ganz ordentlich, ne? Hm. Gott, wenn ich darüber nachdenke, man fühlt sich so alt. Ja, ich bin dieses Jahr auch 40 geworden. Heißt, die unangenehmen Vorsorgeuntersuchungen kommen immer näher. Und dann aber willst du wissen, dass halt sowas auch mitgewachsen ist mit einem, ist ja auch wirklich sehr schön. Ja, total. Also ich denke auch, also jede Phase hatte was Spannendes. Wir kommen nachher noch mal ein bisschen auf Retro-Zeiten zurück, weil es gibt ja wieder auch eine große Convention Ende des Jahres, dass wir so ein bisschen eintauchen in die Vergangenheit. Aber du hast eine perfekte Überleitung geschaffen bezüglich der Geschichten und der Bücher. Ich habe ja vor circa 10 Jahren, als ich wieder angefangen habe, aktiver Battletech zu spielen, nochmal alle Romane bis zum Ende des FATCOM Civil War, also des Bürgerkriegs zwischen Davion und Steiner, nochmal chronologisch gelesen. Weil damals hatte ich nicht alle gelesen und vor allem nicht immer in der richtigen Reihenfolge, sondern so wie die Bücher, also damals in den 90ern, sondern wie die Bücher gerade kamen, weil wer welche hatte, ob man geliehen, gekauft hat oder was auch immer getauscht. Im Grunde wusste man die Story, aber es war nochmal schön zu sehen, wie die Story sich halt entfaltet und verändert und dann auch zu diesem großen Finale dann auf New Avalon dann, also Finale, ne, vorläufigen Finale halt endet. Und für mich war es ein bisschen ein Problem mit Jihad und Dark Age, meine ganzen Helden meiner Jugend oder jüngeren Erwachsenseins aus dem Battletech-Universum starben auf einmal, verschwanden, spielten keine Rolle mehr, wurden einfach mal abgemurkst und damit war wie so ein Bruch in der Blutlinie oder in ganz, ganz vielen Blutlinien dann aufgetreten. Und das, was sie vorher sehr geschickt gemacht haben, dass sie eigentlich immer so diesen Staffelstab übergeben haben an die nächste Generation, das war weg. Und das weiß ich, wie ist es euch da gegangen? Irgendwie hattet ihr ein ähnliches Empfinden oder sagt ihr, nee, Dark Age Charaktere waren auch alle super und ich bin da gleich weitergegangen? Ja, das muss eher Hoshi sagen. Das kann ich dir nicht sagen, weil ich da die Bücher nicht so gelesen habe. Bist du zu jung für. Hoshi, wie hast du es empfunden? Also ich finde, also ich finde grundsätzlich, was mich, also grundsätzlich die Bücher finde ich so. Ja? Naja, wie soll ich es ausdrücken? Ich versuche gerade die Worte zu finden. Ich finde, es ist insgesamt, sage ich immer, Battletech ist ja so ein bisschen Game of Thrones im Weltall quasi, ne? Ja, genau, das ist ja so die. Und das Konzept finde ich total spannend. Was für mich immer so ein bisschen, ich fand es immer spannend, weiterzulesen, einfach weil man die zentrale Story verfolgen wollte, immer. Ja, ja, aber die brach ja gewissermaßen ab und mit dem Jihad genau, quasi. Und mich hat das wirklich, mich hat es quasi in so ein Leseloch verpasst mit dem Jihad, weil mich die Story so genervt hat dann, ja.
Weil ich sag mal, derweil der Stackpole der Halter der Hauptstory war, mit all seinen Fehlern, also die mit all seinen Fehlern, genau. Ja, war es einfach, hatte es eine, vor allem viele Dinge, die drei Bücher vorher ein Setup hatten, hatten irgendwann einen Payoff und so, ja. Und irgendwie ist mir das vorgekommen, man muss jetzt unbedingt einen Reset machen, weil man nicht mehr weiß, wie man sonst da rauskommt aus dem Ganzen, ja. Und weil halt Stackpole nicht mehr da war und alle anderen, die versucht haben, da was weiterzumachen, einfach nicht die Klasse hatten, quasi. Und das Ganze gipfelte ja in der Dark Age, die wahrscheinlich, sage ich mal, wenn man fair wäre, für sich Einzeltitel sogar manche Bücher nicht schlecht zu lesen gewesen wären. Waren auch ein paar. Ich habe ein paar gelesen, die waren gut, aber irgendwie. Genau, aber es hat mich einfach genervt, weil das Setting einfach kacke ist. Also ich kann, Walter? Ich habe folgenden Vorschlag. Ich habe nämlich, also jetzt im Vergleich jetzt, es ist was Psychologisches bei mir halt auch passiert. Ich habe auf der einen Seite diese alte Storyline gefiel mir halt auch wegen einiger dieser Inhalte. Dieses Setting einfach, dieses Basissetting war ja alte Technologie und dann wurde immer mehr aufgebaut. Es wurde halt dann irgendwie, also musste halt irgendwann natürlich ein Reset geben, weil die Spannung raus war und ich konnte nicht immer größer werden. Aber das Ding ist so ähnlich wie ich bin ein großer Star Trek Fan und ich habe dann irgendwann gab es auf einmal da auch ja diesen Reset, ne, dass sie dann einfach gesagt haben, okay, wir sind jetzt hier in einem Paralleluniversum quasi. Die Story hat sich geändert . Und auf einmal hast du das Gefühl, dass ja quasi dann auf alles das, deine geliebte IP ist auf dem Abstellgleis und alles das, was da passiert ist, die Charaktere und all diese positiven Gefühle, diese Geschichte, dieses Setting, um es wieder neu zu starten. Und das fühlt sich schon ein bisschen wie ein Verrat an. Also rein psychologisch bin ich dann einfach raus, bin ich richtig sauer auf diese Sachen, weil auf einmal ist jetzt, das ist ja Lore immer noch, und auf einmal ist alles negiert, wofür dann die anderen vorher gekämpft haben. Ja, und das muss jetzt alles wieder den nächsten Reset halt haben oder den Jihad. Und das hat mich halt auch furchtbar, furchtbar genervt. Also das war wieder dann der nächste, quasi der fünfte, sechste Nachfolgekrieg, um den nächsten Reset zu machen. Das stört mich dann einfach auf einer persönlichen Ebene, weil es meine geliebte IP ist und jetzt ist es das nicht mehr. Das macht mich auf jeden Fall unfair, absolut unfair. Ey, das trifft es 100%. Jetzt, du hast gerade in Worte gefasst, was ich empfinde, dieses Abstellgleis und das, all das, was du vorher auch emotional investiert hast in die Story, auf einmal so weggewischt war. Du hast recht, man musste irgendwann mal den Reset-Knopf drücken. Das ist mir auch aufgefallen, dass gerade durch diese Wiederbewaffnung im Zuge der Clan-Invasion, dass einfach diese Heere immer größer wurden. Es ging plötzlich dann wieder schon um Divisionen, die quasi gegeneinander kämpften. Dieses, was mit der Grey Death Legion sehr klein anfing. Oder genau, ein Regiment, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Regiment übernimmt einen Planeten. Das ist ja eigentlich nichts. Oder ein Bataillon oder eine Kompanie, manchmal sogar der Lanze, ne, ist in der Lage, einen ganzen Planeten zu dominieren. Ne? Das ist dieses Small Scale, das war komplett entgleist in gigantische Schlachten, die so quasi am grünen Tisch Operation Barbarossa Ostfront oder so, ne? Auch die Magie der tollen Technologie, ne? Das war es ja wirklich mit 300 Jahre alten Kampfmaschinen, die nur die Spucke und guten Tech zusammengehalten wurden, gekämpft. Und das war für mich was Tolles, so dass diesen alten Mech und jetzt musst du da was rausholen. Irgendwie hat das Spaß gemacht und das war viel persönlicher. Und das wurde hinterher natürlich dann mal wieder was komplett anderes auch im Storyverlauf. Das hat mich dann auch manchmal sogar schon am Ende, kurz vor dem Finale dann halt, hat mich das auch noch ein bisschen mal verloren hin und wieder, ne? Also weil mir das so ein bisschen fehlte, diese Basisgeschichten. Die konntest du natürlich auch nicht tausendmal erzählen. Nein, das geht nicht. Aber deswegen, und jetzt schlage ich mal so die Brücke. Ich wollte wirklich, ich sehe ja, was Catalyst und Co. da tun und wie sie sich Mühe gegeben haben mit der Ill-Clan-Ära, dass sie auch endlich mal dieses Versprechen einlösen. Ich meine, sie haben uns jetzt an, wann sind die Clans erschienen? Anfang der 90er, ne? Mhm. Das ist 30 Jahre her, versuchen sie, das verdammte Terra zu erobern. Aber wenn man die Geschichte fortführen will, dann darf man selbstverständlich nicht die Geschichte damit enden lassen. Und dass jetzt ein Clan der Ill-Clan ist und alles ist in Butter. Vorsicht, jetzt kommen ein bisschen Spoiler, wer die Bücher noch nicht gelesen hat, Stunde des Wolfs und so weiter. Ne? Und gerade auch, was die Bücher danach angeht, da werde ich jetzt zum Paar was erzählen. Und zwar die Element of Treason Bücher, Lethal Lessons von Daniel Eastburner, der bei uns ja auch schon Gast war im Battlepod, zu Tama Rising, dem Sourcebook und auch noch ein relativ neues The Democlus Sanction
Und deswegen, also wer das alles nicht gespoilert haben will, der sollte jetzt am besten ausschalten und vielleicht ganz am Ende nochmal dazukommen. Was ich wollte, diese Ill-Clan-Ära, die sie damit reingebracht haben, wollte ich einfach gern haben. Ich wollte wieder dieses Gefühl haben von damals, aber mit neuem Content, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich wollte nicht dieselben Geschichten wiederlesen, sondern ich wollte neue Geschichten, die aber einen ähnlichen Twist haben, wieder ähnliche Charaktere, Charaktere, die mich fesseln. Und ich habe gerade mit dem Alaric Kerensky, dem Ill-Clan, Ill-Khan, habe ich am Anfang ziemlich gefremdelt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, hat sich jemand von euch mit dem schon beschäftigt, mit dem Mr. Kerensky, dem obersten aller Khane? Nee. Gar nichts gelesen? Okay, dann, er ist kein Victor Steiner-Davian in dem Sinne, dass er, obwohl er auch von ihm ja gewissermaßen abstammt, er ist aber nicht, er war mir am Anfang zu perfekt. Er hat immer die richtigen Leute um sich geschart, immer die richtigen Strategien verfolgt, so ein gerüttelt Maß an Selbstkritik gehabt und reflektiert. Und irgendwie, ich weiß nicht, es gab so eine Phase, und das war vielleicht auch Blaine Lepardo irgendwie geschuldet, der ihn ja auch stark geprägt hat. Der war zu ideal, ne? Und seine Gegenspielerin, die Melvina Hazen von Clan Jade Falcon, die sich ja als Genghis Khan ausgegeben hat, ne, die war zu Comicbook-artig als Bösewichtin. Und das war schon, hatte schon irgendwie Marvel-Züge sozusagen. Und da habe ich echt ziemlich gefremdelt eigentlich. Aber am Ende von der Eroberung Terras haben sie endlich so den Twist sozusagen hinbekommen, dass mir diese Story und die Charaktere anfangen zu gefallen. Weil der gute Mr. Kerensky scheint doch nicht ganz so heldenhaft und toll zu sein. Und am Ende des Tages, glaube ich, wenn man so weit aufsteigt, und er ist ja gewissermaßen eine Art Diktator jetzt, ne, weil er ist ja der unbestrittene Ill-Khan, dann und man hat auch einen Großteil seiner Truppen verloren, obwohl er es geschickt angestellt hat und noch von allen Beteiligten die geringsten Verluste hatte, aber irgendwie, ich glaube, 60% seiner Truppen verloren oder mindestens 40%, macht man sich natürlich dann auch angreifbar und verwundbar. Und die Innersphäre gibt erstmal einen Scheiß auf sein Ill-Clan-Chip. Das gilt vielleicht was bei den Clanen, aber nicht in der inneren Sphäre. Und da könnte es natürlich dann auch so sein, dass mal irgendwie so ein großes Haus oder vielleicht zwei zusammen, Haus Liao oder wie auch immer, dann sagt, ach, wisst ihr was, dann gucken wir da doch mal vorbei und nehmen das Ganze mal ein. Ne? Dass er so eine Art vielleicht jetzt auch Verfolgungswahn bekommt, dass er dunkel wird, dass er anfängt, sich auch mit also abzuschotten gegenüber seinen früheren Ratgebern und so weiter, dass er jetzt auch einen interessanten Twist bekommt. Ich bin noch nicht also in diesen Büchern, falls es das schon gibt, habe ich das noch nicht gelesen, aber das, was ich gelesen habe, deutet an, dass dieser gute Alaric Kerensky auch eine echt dunkle Seite hat, und das gefällt mir. Und Melvina Hazen ist vom Tisch, weil die Frau war als Charakter so auserzählt, weil die war ja auch so flach, ne? Die musste sterben, und die ist als Bedrohung der Innensphäre jetzt weg, weil sonst hätte sich immer nur noch alles um sie gedreht, weil sie ja anscheinend nur das Ziel verfolgt, alles zu töten, was ihr im Weg steht. Und damit, ich habe es das ein bisschen ausführlicher erzählt, sind so, sage ich mal, die Grundsteine erstmal gegeben, um was Neues halt zu geben und dann zu erschaffen. Und mit gerade dem Sourcebook Tama Rising, das ich mir, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so gegönnt habe, haben sie auch nochmal so ein interessantes Szenario aufgebaut, eine interessante Region im Steinerraum hin zu diesem Rasalhaag ehemaligen Bereich, wo die Wölfe halt einmal durchgemäht sind im Rahmen der Clan-Invasion. Haben sie so kleinere Fraktionen sich finden lassen. Da werden gute Geschichten erzählt, eben auf diesem kleinen Scale, der uns ja eigentlich, oder kleinen Maßstab, der uns damals in den 90ern oder vielleicht sogar 80ern so ein bisschen angezogen hat. Und nicht die ganz große Politik oder sowas. Und vor allem gibt dadurch, dass jetzt Clan Jadefalken praktisch mehr oder weniger fast ausgelöscht ist,
und die Wölfe schwer, schwer angeschlagen sind, sind diese beiden Clan-Supermächte nicht mehr in der Lage, einfach mal so eben vorbeizufliegen und zu sagen, ach, das ist ein Planet, nehmen wir mal mit. Ne? Das, was halt vorher quasi normal war, das haben sie abgeschmolzen, diese Bedrohung. Und damit gibt es anderen Fraktionen und Herrschern wieder mehr Luft zum Atmen und macht das Battletech-Universum wieder interessant, ohne so eine harte Mittelalter-Dark-Age-Geschichte mit alles bricht zusammen irgendwie gleich Daumenschraube dann anzuziehen. War das so ein bisschen nachvollziehbar oder ist es ein bisschen wirr, was ich da formuliert habe? Nee, ist nachvollziehbar. Ich habe eine Schwierigkeit mit den Timings, eben weil ich Dark Age und so weiter, da bin ich halt raus, deswegen wäre ich jetzt ein bisschen lost, wie ich es generell einzuordnen habe, aber so innerlich verstehe ich das schon. Ich glaube, Battletech hat da für mich auch immer geglänzt, weil du sagtest halt, dass die am Anfang die Figuren zu geleckt waren oder zu gut und der Pardo, das ist doch auch der mit dem etwas schwierigen Content, den er zwischendurch postet, rein politisch jetzt sehen, ohne dass man da jetzt hin möchte, aber dann wird es schon eine gewisse Prägung da halt wahrscheinlich auch geben und das wird einfach schwierig für uns zu lesen sein, weil es auch im ganz anderen Kontext da irgendwie steht. Aber Battletech war immer klasse, wenn es halt so ein bisschen diesen Horatio Hornblower erhalten hatte, wie jemand hatte, der sich so hochgearbeitet hat, das fand ich halt immer klasse. Oder ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber es gab auch ein oder zwei, die so ein bisschen diesen Samurai- oder Star Wars-Ansatz hatten, wo so Nebenfiguren halt so ein bisschen was von der Story getragen haben und dann die große Story quasi so erzählt haben. Oder zumindest mal kapitelweise hatten sie das mal einfließen lassen. Das fand ich halt klasse. Aber viele der Figuren waren ja so. Ich meine, Grey Death ist ja auch so eine nicht Horatio Hornblower-Geschichte, aber schon so ein bisschen das, passt so ein bisschen an. Natürlich ist das nochmal eine andere Qualität von Schriftsteller. Ich hoffe, das nimmt man niemand übel, aber da steckt natürlich was anderes drin, auch wenn es altertümlich ist inzwischen. Aber es geht ja auch so in die Richtung. Wenn einem das fehlt, ich glaube, das lässt sich einfach, weil es eine Art von Storytelling ist, lässt sich das vermutlich eigentlich auch auf jede Story dann auch irgendwie draufdrücken als Erzählweise, ne? Und kann da trotzdem wieder den Scale ein bisschen runterdrücken, trotz der großen Maßstäbe. Du bist übrigens heute der perfekte Stichwortgeber, Warstoffel, sondern die kleinen Charaktere sind es tatsächlich. Aber das ist eins meiner Kernthemen, auf die ich hinaus will, weil vielleicht haben sie einen Fehler gemacht, dass sie mit Tama Rising erstes Szenario oder das Sourcebook veröffentlicht haben, weil durch das Sourcebook, das Quellenbuch, weißt du ja gewissermaßen, wie der große Story-Arc schon endet. Du weißt, wie es mit dem Tama-Pakt ausgeht, es wird dort alles beschrieben, die Hauptcharaktere, die dort vorkommen, die werden schon genannt und es ist klar, wie die ganze Sache ausgeht. Und wie macht man denn jetzt eine Story spannend und interessant zu lesen, wenn man eigentlich genau weiß, wie es endet und dass die Hauptfigur jetzt gerade wahrscheinlich eher nicht sterben wird, weil du hast es ja schon im Quellenbuch gelesen. Schon nicht ganz so einfach, oder? Wahrscheinlich schon schwierig, aber ich glaube, es macht natürlich gerade bei so einem Quellenbuch, dass wir nicht vergessen, Battletech ist ja ein Universum, das halt auch dafür gemacht ist, dass wir unsere Geschichten da reinschreiben. Ich meine die Romane. Wie macht man, schreibt man einen Roman zu einem Quellenbuch, wo im Quellenbuch ja schon massiv alles gespoilert ist? Davon ausgehen, dass du das Quellenbuch zuerst gelesen hast und irgendwie so ein halbes Jahr oder Jahr später erscheint dann der Roman quasi zu deinem Quellenbuch und du denkst, naja, eigentlich weiß ich ja schon, wie es endet, weil ich habe das Quellenbuch ja schon gelesen. Ich weiß, dass Sarah Regis den Tama-Pack neu begründen wird und ich weiß auch ungefähr, wie sie es macht, weil es wird so auf einer Metaebene beschrieben in dem Quellenbuch. Du kannst halt den Scale runterdrehen und machst den Konflikt, spielst in einem kleinen nach mit frischen Charakteren, wo eventuell auch noch ein paar Sachen offen bleiben, die halt zu klein sind für das, für das große Buch. Ne? Exakt, und das finde ich total gut. Also der Autor, Craig A. Reed Jr., das ist so momentan so mein Favorite, der hat drei Bücher geschrieben. Elements of Treason heißt immer die Serie. Das erste ist Duty, Opportunity und das dritte ist Honor. Das erste geht um diese Entstehung des Tama-Paktes. Das zweite geht um den Vedet Brewer, dem eigentlichen Duke von Hesperus II. Ne? Und wir wissen, die große Mechfabrik, der so auch sein eigenes Reich dann formt. Und das dritte geht um den Clan Hell's Horses, der mich bisher nicht die Bohne interessiert hat. Ich fand diesen Clan maximal uninteressant,
Und seit diesem Roman finde ich den spannend. Weil ein Roman, das ist Pferdemädchen. Ja, genau. Bibi und Tina auf Dings und Sabrina. Nein, aber ich finde, er hat es geschafft, in allen drei Büchern, also nicht alles Romane, irgendwie die ersten beiden sind Novellas und der dritte ist dann ein richtiger Roman, die Nebencharaktere so spannend zu gestalten, wo du auch nicht genau weißt, wie endet es mit denen. Sterben die, werden die verletzt, werden die verraten, haben die eine üble Wendung, haben eine gute Wendung, wie auch immer. Und mit denen fieberst du mit. Und er hat zwar auch die Hauptfiguren halt da drin, den Gottfried Emerald, den Khan von Clan Hell's Horses, von dem man weiß, dass er dem Alaric Wolf Kerensky da ziemlich vors Knie tritt und vors Bein pisst, ne? Oder ans Bein pisst. Man weiß, wie Sarah Regis, dass sie den Tama-Pakt erstellt. Man weiß, dass Vedder Brew erfolgreich darin ist, sein kleines neues Sternenreich da zu gründen. Aber die Charaktere drumherum, zum Beispiel der Peter Cobb, ein Blutnamensträger der Hell's Horses, der ist die eigentliche Hauptfigur. Und man überlegt sich halt so irgendwie, wird er schaffen? Ist er erfolgreich mit dem, was er tut? Oder eben nicht, ne? Und auch beim Vedder Brewer, wie macht er das? Weil er ist ja eigentlich kein echter Krieger und er ist ein geschasster Archon von Haus Steiner, der interimsmäßig da von irgendwelchen Generälen da mal auf den Thron gesetzt wurde und maximal gefailt hat oder versagt hat. Und wie geht es halt um die ganzen anderen Figuren halt um Sarah Regis herum? Ich will es jetzt nicht zu sehr spoilern, aber alle drei Geschichten sind jetzt nicht mega hochliterarische Kunst. Sie haben aber ein bisschen was Stackpoliges. Und das meine ich im positivsten Sinne. Weil auch wenn alle drei Romane nicht so mega überraschend sind, was das Ende angeht, so der große Twist und das habe ich nicht erwartet und bin was ganz Schlimmes passiert oder so, ne? Und mein Lieblingscharakter stirbt irgendwie kurz vor Erfüllung oder sowas, was manche Autoren zwischendurch gemacht haben, einfach um die Leute zu schocken. Was mich aber immer eigentlich eher genervt hat, weil man das Gefühl hatte, okay, das machen sie jetzt nur mit der Absicht, um mich als Leser zu schocken, zu ärgern, traurig zu machen. Ich fand alle drei Romane am Ende unglaublich erfüllend vom Finale, wo ich sage, Mensch, cool, das eine ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger. Mein Favorit ist das der erste, Duty, mit Elements of Treason Duty, mit dem Tama-Pakt. Aber auch der dritte, Honor, der jetzt relativ neu rausgekommen ist am 1. Juni, fand ich auch echt ein gutes Ende, wo ich ein gutes Gefühl hatte und dachte, Mensch, jetzt möchte ich gerne wissen, wie es mit Peter Cobb und seinem eingeschlagenen Weg weitergeht. Und das ist das, was ich ursprünglich meinte. Mehr die alten Charaktere, die mir verloren gegangen sind durch diese Holzhammer-Methode Jihad und Dark Age, sie sind gerade wieder dabei, Charaktere aufzubauen, die mir ein bisschen ans Herz wachsen, die nicht fehlerlos sind, die teilweise versagen oder halt auch dunkle Seiten haben, wo ich interessiert bin, wie so bei einer gut gemachten Soap und wissen will, wie die nächste Folge ist. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber was ich eben, also um darauf Bezug zu nehmen, ich mag diese Parallele dazu, dass diese ursprünglichen Romane ja auch so waren, dass du das Setting aufgebaut hast und dann haben sie einfach, die haben ja noch keine große Storyline gehabt, die irgendwie zusammengeführt war. Das heißt, sie haben die ja auch quasi daraus entwickelt. Du wusstest dann, am Anfang waren die einen noch die Bösen und dann wurden die Bösen halt, das Arkonis-Kombinat wurde ein bisschen aufgebaut, man hatte dann. Also die, ich sag mal, so die Personen sind immer weiter hochgegangen in der Hierarchie. Irgendwann haben wir mit dem Koordinator zu tun gehabt, mit den Davians natürlich, relativ schnell auch. Aber grundsätzlich hast du ja diese Parallele, wenn du dieses Spiel spielst, dann möchte, also ich, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder möchte ich die große Schlacht immer nachspielen mit vielen Spielern, es ist ein Happening, klasse. Aber eigentlich, so der kleine Junge in mir, der möchte seinen Lieblings-Mac nehmen, den er damals angemalt hat und den er jetzt die ganze Zeit mitgezogen hat. Und der möchte dann den kleinen Maltex-War-Schnaffel, dem er seine kleine Hintergrundgeschichte gegeben hat und die er dann eingebettet hat in dieses große Universum, wo so Platz ist für noch 12.000 Geschichten, möchte es irgendwie in die Peripherie stecken und in einem kleinen Konflikt da oben rumdüsen lassen. Das ist so ein bisschen die Faszination, weil das Worldbuilding halt so klasse ist, dass du deinen Platz findest für deine Geschichte auf irgendeinem Hinterweltplaneten und in der kleinen Scale halt.
Und das, die Faszination auch wieder reinzuziehen und dann durchaus die großen Charaktere daraus starten zu lassen, finde ich großartig. Genau, entstehen zu lassen sozusagen, dass du mit ihnen wächst und nicht einfach nur, das ist er, ne? So ungefähr. Und nach dem Motto, der scheint schon so vorher so groß und das ist er, das wird er sein, ne? Genau, das muss gepflanzt werden und zwar auch auf vorsichtige Art und Weise und dann müssen sich diese Geschichten auch verquicken, ne? Ich habe jetzt auch, hatte ich ja eingangs gesagt, auch Lethal Lessons von Daniel Isberner gelesen. Da geht es um das, was die Reste des Wolf Empires, da geht es um eine unbedeutende Star-Captain, Jacinda heißt die, die zurückgelassen wurde, weil die sich kurz vorher, bevor dem großen Aufbruch nach Terra, noch schwer verletzt wurde und irgendwie ein Bein oder so nachgewachsen wachsen musste. Und sie hat dann sozusagen die Miliz organisiert, um den Planeten zu verteidigen gegen Wolfs-Dragoner, die dann angreifen, ne? Und die Dragoner sind natürlich auf Blut aus. Auch hier wieder Achtung, Spoiler, weil die Dragoner sind nämlich von dem guten Larry Kransky ziemlich hintergangen worden. Und auch dazu gibt es einen guten Roman, den ich schon, oder eine gute Novelle, den ich gelesen hatte, wo die Wölfe anfangen, also die Wolfs-Dragoner wieder zu erstarken, vorsichtig und versuchen sozusagen, Ressourcen zu sammeln und eine Machtbasis aufzubauen, um es mit den guten Irrklaren da mal die Rechnung zu präsentieren. Ne? Also von daher, sie bringen gerade wieder die verschiedenen Schachfiguren in Position, so langsam, um dann wieder ein gutes Endgame aufzubauen. Und aus meiner Sicht ist der Aufbau deutlich spannender und interessanter als das, was sie mit dem Dark Age gemacht haben. Sie haben es okay gemacht mit dem Dark Age, aber ich glaube, die Grundlage von dem Dark Age war einfach schon zu nicht gut genug, damit es toll werden kann. Es war okay am Ende, würde ich sagen. Und was ich jetzt auch noch lese als aktuelles Buch, was ich jetzt gerade angefangen habe, das ist The Democles Sanction von Michael J. Chiaravella. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Da geht es dann um House Davian oder die Vereinigten Sonnen, die versuchen, New Avalon vom Draconis-Kombinat zurückzuerobern. Ist bisher ganz okay, ein bisschen flacher, stößt aber ein ähnliches Horn. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass versucht Catalyst, also eine ähnliche Stimmung aufzubauen in verschiedenen Büchern und verschiedene Handlungsstränge aufzubauen, sodass man sieht, okay, es bewegt sich wieder was und auch in Richtung dann halt auch auf der Metaebene, der großen Ebene. Schreiberisch muss ich sagen, finde ich von den dreien auf jeden Fall am schwächsten bisher, wenn aber auch nicht schlecht. Ist immer noch ganz eine 3 plus oder sowas in die Richtung. Lässt sich auch ganz gefährlich lesen und muss ich sagen, wenn mich interessiert, was mit einem Julian Davian passiert, oh, gar nicht mal so schlecht, ne? Wie findest du grundsätzlich die, ich sag mal, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die unterschiedlichen Autoren teilweise auf einen sehr unterschiedlichen Level schreiben. Ja. Und wie siehst du das so von den Autoren her? Ja, aber das war immer schon so. Das ist definitiv so, auch früher. Stackpole war so der Goldstandard, was so das Worldbuilding anging, ne? Robert N. Jarrett war so der Spezialist, der mit seinen Dragonern und Bushido da etwas reingebracht hat, was vergleichsweise hochwertig war, aber der war nicht so vielseitig. Also wenn man die Jarrett-Bücher liest, die sind alle irgendwie gleich und Wölfe an der Grenze ist so ein bisschen wie das Erstlingswerk von Linkin Park, das erste Album, Hybrid Theory, war gleich auch das Beste. Und danach fielen alle anderen Alben so ein bisschen ab und so war es bei seinen Büchern auch. Während Wölfe an der Grenze einfach BAM war, waren alle danach auch ganz gut. Erbe für den Drachen und so und später auch noch nach der Clan-Invasion, aber haben alle nicht mehr den selben Reiz gehabt wie das erste. Und von daher würde ich sagen, auch da die Grey Death Legion, die erste Trilogie, großartig, das Meisterwerk. Die Bücher danach teilweise auch gut, ne? Auch immer noch, hat noch den Charme, aber bei weitem nicht mehr so gut wie das erste. Und es gab aber auch bei den Büchern in den 90ern einfach welche, die waren nur so mittelmäßig im Endeffekt, ne? Aber es wurde alles getragen und das, was Warschluffe gesagt hat, von Stackpole, weil er den Goldstandard für das Worldbuilding gesetzt hat, trotz aller seiner Fehler des Stackpolings. Aber das kann er einfach.
ist jetzt mal eine kurze Frage von mir. Wie läuft das denn im Hintergrund ab? Also letztendlich, es ist ja ein Spielesystem, was auf dem das Ganze halt aufbaut und was halt mit dann Sourcebox und so weiter vorangetrieben wird in den Regelwerken. Ist es so, dass die Bücher dort halt dann quasi die Szenarienbooks vorantreiben oder eben andersrum? Also wie der Content sich da generiert, weil dann wäre es ja tatsächlich, also das Worldbuilding hätte dann noch einfach mal nur mal die Hauptrolle, wenn die Bücher das so ein bisschen mittragen. Oder wisst ihr, wie die miteinander kommuniziert haben, wie sie jetzt verzahnt sind? Leider nicht ganz. Ich weiß nur, dass die, also zumindest der Pardo hat er mal, als er noch sehr aktiv war und ganz, ganz fest im Sattel saß, mal ein bisschen erzählt, dass sie sich da im Rahmen von größeren Conventions dann auch getroffen haben mit den Verantwortlichen von Catalyst und dann die Zukunft und die Outlines, also die Leitplanken definiert haben für das Storytelling, wohin das gehen soll. Ne? Und das war halt auch mega wichtig, nachdem gerade im Dark Age ja viel durcheinander gegangen ist, hatte ich zumindest den Eindruck, vielleicht täuscht das, aber dass sie zumindest diese Wiedereroberung von Terra, die Clan Wolf als Ill-Clan, Vernichtung von Melvina Hazen, dass sie das alle schon festgelegt haben und auch die Sekundärstories drumherum mit Marek und Liao und Davian und Kurita und so weiter, dass sie das halt alle schon da auch vorgeplant haben. Aber in welcher Reihenfolge dann die Bücher entstehen, ob sie dann sagen, erst die Sourcebooks und dann die Romane oder doch mal die Romane, das kann ich nicht sagen. Im Endeffekt muss ich sagen, als Fan hätte ich es immer gut gefunden, erst die Romane zu lesen, die aber einem klaren Plan folgen, so wie sie es halt auch gemacht haben, und dann die Sourcebooks dazu anzubieten, weil dann hast du den größten Überraschungseffekt. Und dann ist es auch am coolsten. Aber von der Genese her wäre es ja natürlich sinnig, wenn beides gleichzeitig passiert, weil ich meine, die müssten ja theoretisch, also wenn sie jetzt wirklich so als Schreiberraum funktionieren würden, wie bei einer großen Serie, dann würden sie ja quasi die Sourcebox als Nebenprodukte halt haben, weil sie die ja damit Fleisch füllen, um sowas zu halt, also dann würde er einfach mit existieren. Und ich kann mir halt, also ich kann mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, das wirkt für mich halt auch, wahrscheinlich einfach, weil ich durch die Heterogenität dieser ganzen Autoren wirkt es halt eher wie ein zusammengewürfelter Haufen. Und da gibt es jetzt nicht irgendwie denn die eine Person, die halt an die Leitplanke dann 100% gezogen hat, jetzt auch von dem ersten Roman nach hinten. So wirkt es jetzt erstmal. Deswegen interessiert mich einfach, wie es dann faktisch funktioniert, weil es kommt ja auch auf eine Priorisierung an. Also das eine ist das, was der Fanner klasse findet, das andere ist das, was praktikabel ist. Also wenn du halt Bücher schreibst, ohne dass jetzt irgendwie der grobe Rahmen fest ist, wird auch nicht funktionieren. Und das dritte ist aber einfach, wenn du jetzt das Spielsystem nach vorne ziehst, dann brauchst du erstmal nur diesen Hauptrahmen und dann baust du danach die Storys da halt rein. Oder dann, es wäre ja dann von der Reihenfolge mehr echt interessant zu wissen, wie sie es aufgebaut haben. Ich kann es dir Entschuldigung, du zuerst, Hoshi. Wobei ich sagen muss, also das Wichtige für mich ist wirklich, man hat jetzt wieder das Gefühl, dass zumindest, sage ich mal, also dass sie vielleicht nicht genau wissen, wo es hingeht, sage ich mal, ja. Aber dass sie mal so einen Leitfaden haben, wie die Zukunft aussehen könnte, ja. Und damit ist, sage ich mal, auch der Plot etwas eingefangen auch wieder. Ja? Wie du sagst, die haben schon gewusst, dass Clan Wolf den Terra erobert und so weiter, ja? Also dass das passieren wird und dass der halt wieder Star-Lord wird und so weiter. Ja? Und das, glaube ich, ist extrem wichtig für ein Storytelling. Weil das ist ja auch das, was meiner Meinung nach der Untergang von den vorigen Romanen war. Man hat so das Gefühl gehabt, irgendwie wurde das Deckpool da rausgemobbt aus der zentralen Storyline. Ich weiß nicht, ob er gemobbt wurde, aber ich glaube, der hat einfach andere... Oder hat er keine Lust mehr oder ich genau. weiß nicht. Irgendwas war halt. Der hat Star Wars halt auch geschrieben, X-Wing, Rogue Squadron. Genau, ja. So ist einfach, ist halt aufgestiegen von Borussia Dortmund zu FC Bayern München oder zu Barcelona sozusagen. Genau, ja. Und das Thema war halt leider... Also beim Stackpole, auch bei seinen schlechteren Romanen, hatte man trotzdem immer das Gefühl, der hat eine Idee dahinter, wo es irgendwann landen wird. Ne? Und ab dem Zeitpunkt, wo er weg war, war es halt irgendwie planlos im Weltall. Und dann, wie halt Jihad und Dark Age gekommen ist, war es noch planloser im Weltall. Ja? Die Grundidee war ja nicht schlecht, aber Infis war handwerklich nicht gut gemacht. Genau, also, und vor allem man hatte das Gefühl, dass so wie bei der letzten Star Wars Trilogie, dass nach jedem Punkt neu geplant wurde. Ja. Ja, also dass man nicht wusste, wo es hingeht, sondern nach jedem Buch hat man gesagt, na, da könnten wir jetzt hinfahren.
klingt da nicht schlecht. Ich stehe absolut zu. Also ein vernünftiges Storytelling, egal nach welchem. Also es gibt natürlich auch andere Theorien, aber alles, was auch wirklich modern ist und was einen wirklich auch lange fesselt, so ein Longplay, Longgame, was die Leute schreiben, die müssen halt dann zumindest zwei grobe Punkte in ihrer Geschichte halt haben. Und der Endpunkt ist halt immer sehr, sehr dankbar. Das ist absolut also richtig. Ich vergleiche das immer ganz gern mit Babylon 5 als Science-Fiction-Serie, wer das gesehen hat. Ja, nicht wirklich, aber ich kenne es natürlich. Aber die Serie hat grottenschlechte Folgen. Also wirklich, wo du sagst, wow, was ist jetzt los? Ja? Oder 1:1 Kopien von irgendwelchen Tropes, die es so gibt. Ja? Nur das Geniale ist tatsächlich, dass es in den ersten drei Folgen der ersten Seasons Dinge gibt, die man peripher wahrnimmt, die in der vierten Season sich auszahlen. Ja, ja, das ist geil. Das ist geil. Und sowas darauf stehe ich total. Genau, und das sind einfach Dinge, wo du dir denkst, wow, das Setup war aber richtig, richtig geil. Und Das hattest du halt in den ersten 10 Stackpole-Romanen auch. Ja, da waren, und gar nicht nur so aus seinen Romanen, ja, sondern da waren Dinge, die sind passiert in der Grey Death Legion oder so, ja, die sich dann irgendwann in seinen Romanen wiedergefunden und ausgezahlt haben. Ja. Ja. Wo du dir gedacht hast, wow, das war echt ein geiles Setup. Hat ja auch einer der Gründer von HBS gesagt, hat Michael Stackpole hat sich dann damals bereit erklärt, die Storyline, die Hauptstoryline zu schreiben, Gott hab ihn selig oder so, nicht selig, aber Gott sei Dank, weißt du, so irgendwie, sie sind ihm bis heute dankbar, dass er damals bereit war, das zu machen. Und ich meine irgendwann mal, entweder war es im Interview oder ich habe es irgendwo gelesen, dass er wirklich diese Bücher auch in kürzester Zeit geschrieben hat und das in der Qualität. Aber jetzt was zu der Frage in der Reihenfolge nochmal. Also das Tamar Rising, das Quellenbuch, ist am 19. Januar 2022 erschienen. Und der Roman zur Entstehung des Tamar Paktes ist dann ein paar Monate später am 28. März 2022 erschienen. Und dann das nächste Buch ist dann am 31. August 2022 erschienen und jetzt das dritte, das längste mit den Hell's Horses am 1. Juni. Also von daher erst war das Quellenbuch und dann die Romane. Ich finde trotzdem, again, obwohl ich wusste, wie es ausgeht, ich hatte das Quellenbuch seit einem Jahr ungefähr hier und hatte schon weitgehend gelesen, fand ich trotzdem die Bücher total spannend zu lesen, weil nicht die Hauptfiguren im Fokus standen, sondern die Nebenfiguren. Und die waren dadurch auch nicht so, man sagt im Englischen, larger than life. Sie sind nicht ganz so übermenschlich groß, sondern nahbarer. Und das gefällt mir besser bei Romanen. Ja. Ja, definitiv. Ich mag unsichere Helden. Also ich mag halt durch, die dürfen ja trotzdem noch Helden bleiben. Irgendwas muss sie antreiben, sie müssen irgendwo nachvollziehbar sein, aber es gibt eine Reihe von Mali, die man halt, die nicht allzu extrem konstruiert wahrnimmt. Und jetzt sind wir alle, die wir jetzt hier sind, ja auch recht geübt im Storytelling und lesen halt auch eine Menge. Das heißt, uns fallen die Tropen auf. Wir sind halt auch auf einer Metaebene unterwegs. Das heißt ja nicht grundsätzlich, dass man die Sachen an Scheiße findet. Das Problem ist halt nur, wenn man sie halt dann erkennt und dann die Schwachstellen erkennt, dann kann man dann auch nicht so gut weggucken. Und man hat ein besseres Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht. Und manche Sachen, glaube ich, nutzen sich auch mit der Zeit dann ab. Wir sind einfach auch schwer zu begeistern natürlich an einem gewissen Punkt. Ja, also ich finde schon, also ich finde zum Beispiel dieser klassische, ist ein klassisches Trope, The Hero Struggle. Ja. Ich finde das gut. Also dass sich ein Held wirklich drum bemühen muss, was zu machen. Ich habe zum Beispiel mal mir überlegt, warum ich den ersten Indiana Jones Film am besten finde. Und ich bin dann eigentlich draufgekommen, dass das wirklich Faszinierende an dem Film ist, dass eigentlich der Hauptdarsteller, also Indiana Jones, in dem Film eigentlich am Schluss komplett versagt. Ja, ja. Der hat eigentlich auf ganzer Linie versagt. Und er gewinnt eigentlich nur, weil die anderen zu dämlich waren. Ja, und das ist aber so richtig eigentlich cool, weil man weiß, er hat sich bemüht, er war eigentlich ein Held, ja, er wäre auch gestorben dafür, ja. Und sein größter Win war eigentlich, dass er seiner Damsel in Distress gesagt hat, sie soll die Augen zumachen. Ja, ja, genau.
gibt es einen Bond Goldfinger. Da war es mir tatsächlich, also der funktioniert irgendwie für mich, als ich es gesehen habe, leider übertrieben und deswegen halt nicht mehr wirklich. Wo Bond einfach die ganze Zeit ein absoluter Volltrottel ist, der von einer Situation in die nächste halt stolpert und Mist baut, ständig nur irgendwie gerettet wird und am Ende halt auch nur einfach Glück hat und die Frau ihn einfach da rausholt. Also komplett subversiv zu allen anderen Filmen vorher hat für mich dann halt, also damals nicht funktioniert, weil ich es ganz furchtbar fand, dass mein großer Held eben kein großer Held war und ich habe gedacht, was ist denn los mit dem? Aber dann halt hinterher jetzt, also jetzt kann ich halt dieses Aufbrechen da auch mal einfach schätzen. Mag, würde ich jetzt nicht in dieser Intensität woanders nochmal wieder haben wollen, aber grundsätzlich stimme ich euch absolut zu, ja. Ja. Okay, um das Thema ein bisschen jetzt so zum Abschluss zu bringen, weil wir sind schon wieder auch gut über eine Stunde unterwegs und ich habe noch ein Schlussthema, das ich noch gerne adressieren möchte. Also Sie haben jetzt das Potenzial auf jeden Fall, um neue Blutlinien sozusagen aufzubauen, spannende Charaktere, interessante Geschichten, Herausforderungen zu stellen und vor allem mit einem unbestimmten Ende. Man weiß jetzt halt noch nicht, was mit Alaric ist, man weiß nicht, wie schnell die Wolfsdragoner sich regenerieren, wie gut die oder diese kleinen neuen entstandenen Minimächte dann halt sich entwickeln. Ob Haus Steiner mal wieder in die Puschen kommt, welche Pläne Liao verfolgt, ob Davin erfolgreich gegen Kurita ist oder nicht. Also man merkt, es ist einfach genug Sachen da, die gewachsen, natürlich wirken, mit interessanten Charakteren und jetzt auch wirklich guten Romanen und Romanchen, also Novellas, die da rausgekommen sind. Ich bin mega gespannt und werde auch schön weiterlesen, muss ich sagen. Es macht mir wieder Freude. Gut, letztes Thema, ich habe es vorhin schon mal angerissen. PhoenixCon 2023. Die Anmeldung ist gestartet. Ihr habt es gesehen im Chat? Ja. Ecke, warum habe ich noch keine Anmeldung von dir? Weil ich im Moment keinen Urlaubstage habe. Das ist gerade mein Problem. Das heißt, ich muss halt mal gucken, ich muss gerade noch ein paar Überstunden machen. Und wenn das klappt, kann ich Urlaub nehmen. Ja, fleißig Überstunden machen. Kommt zack, wieder an die Arbeit. Es ist erst 9:30. Los. Ja, ich bin schon dabei. Ich brauche aber noch für einen anderen 2 Tage Renektment auch noch 2 Tage Urlaub, die ich auch noch rausarbeiten brauchst muss. Brauchst du nicht. Lass weg. Bist du eh zu alt für. Danke. Vorhin hast du noch gesagt, ich bin zu jung. Immer so, immer wie ich es brauche, weißt du? Ah, okay, was, ja. Ja, was ist mit dir, Schnuffel? Und was ist mit dir, Hoshi? Ohne Scheiß, ja. Das gleiche Problem, auch mit den Urlaubstagen. Wann ist die? 26. bis 29. Oktober in Hohe Geist, das ist im Harz. Wunderschön gelegen und immer noch relativ günstig. Also wenn man mit Vorkasse bezahlt, dann hat man Übernachtung von Donnerstag bis Sonntag für 120 Öcken, was ich wirklich fair finde. Es ist Freitag, Samstag, Sonntag, also 120 durch 3 Übernachtung macht 40 Euro pro Nacht. Ist echt mega fair. Ja, also preislich sind die preislich super. Wirklich richtig gut, ja. Absolut, ja. Bisschen juckt mich, ist natürlich immer einfach so sehr, sehr viele neue Leute, alle gleich, wahrscheinlich wie dieses typische Gleichgesinnt-Gefühl, was man halt so hat. Ja. Auf diesen Conventions, tolle Energie, denke ich. Ja. Ja, ich schaff's nur leider nicht, weil ich die Woche drauf nach USA fliege und da kriege ich vorher keinen Urlaub. Schweinerei. Alle das Problem mit dem Urlaub, sind einfach, das ist tatsächlich das große Problem, wir sind einfach zu alt. Wir haben einfach keine Zeit mehr. Ach. Nee, also was ich festgestellt habe, in der Pension hast du keine Zeit mehr. Gell? Also alle Leute, die ich kenne, die in Pension sind, die haben überhaupt keine Zeit mehr. Das ist noch schlimmer, meinst du, ja. Aber halt auch nur, weil die immer auf Conventions sind, das ist dann ein anderes. Ja, genau. Leben. Genau. Sebastian übrigens, unser Sebastian, Destiny-Bastian, hat sich übrigens auch angemeldet, wird auch da sein am Samstag, wurde die Tage bestätigt, also von daher werden wir auch dann Battletech Destiny spielen können wieder. Ja, cool. Oh, das ist klasse. Ich muss wirklich sagen, da hast du da, obwohl du sowohl gesundheitlich unter Schmerzmittel, sonst wie Einfluss und komplett an der Grenze, hast du uns da wirklich durch ein schönes Spiel geführt und ging ja auch komplett durch. Trotz furchtbarem Wetter. Aber es war, Mücken, jede Menge Mücken. Und Hühnern auf einmal. Aber egal, das war ein bisschen abstrus, unsere Mini-Convention, aber es war wunderbar und da hätte ich auf jeden Fall, also das ist ein Zugpferd auf jeden Fall. Ja, also ich freue mich schon wie Bolle, ich habe schon bezahlt und von daher, ich nehme ja auch einen Kollegen hier aus dem Raum Nürnberg schon mit, der hat sich auch schon angemeldet, also wir sind schon mal zumindest 2
im Shuttle nach Hohe Gais. Von daher gerne bis zu 4 Leute kann ich gerne oder 3 weitere Mitfahrer kann ich gerne mitnehmen. Und wann fährst du nochmal? Ich fahre am Donnerstag, wir fahren aber nicht ultimo früh, weil der Kollege, der Mikro, muss noch bis mittags arbeiten. Wir haben es jetzt so abgesprochen, dass ich ihn dann sozusagen nach Feierabend erst auch im Homeoffice dann halt abhole und dann fahren wir zusammen darüber, dass wir dann irgendwie am Nachmittag dann da aufschlagen. Wo wohnt er denn? Weit weg? Erlangen. Ah ja, okay, ist ja auf dem Weg. Also. Richtig, genau, ist auch noch auf dem Weg. Müsstest du mich ja vorab abholen. Genau, so ist es. Also irgendwie 13 Uhr, 14 Uhr hat er gesagt, dann so nach Mittagessen würde ich mich dann halt auf den Weg machen. Habe ich übrigens letztes Jahr auch so gemacht. Also ich bin dann irgendwie so um 12:30 losgefahren oder so. Und das war auch gut, weil ich der erste Mal da zu sein, ist auch blöd. Ne? Irgendwie. Und dann war ich dann späten Nachmittag dann da und das war supi zum Abendessen dann. Wenn man keinen kennt, ist es gar nicht dumm, der Erste zu sein. Dann müssen sich nämlich alle bei dir vorstellen und du lernst Leute kennen. Dann weißt du am Ende des Abends, weißt du dann, zu welcher Gruppe du gehen willst, welche du magst und welche nicht. Ach, da bin ich wenig kontaktproblematisch. Aber ich kannte ja auch ein paar. Aber die Leute, mit denen ich an dem ersten Abend verbracht hatte, die kannte ich noch gar nicht. Also es war auch irgendwie nett. Wir haben dann noch eine Partie gespielt. Ich habe zwar wieder scheiße gewürfelt, aber egal. Echt, ohne Flachs, das war so Warhawk C, Large Pulse Laser auf 3 oder 4, beide daneben. Es ist sowas, kann nicht sein. Es war wirklich, der stand vor mir, der Mech war irgendwie schwer beschädigt, kam nicht mehr weg. Ich habe es trotzdem geschafft, daneben zu schießen. Es ist, war unfassbar schlecht. Das war der Icky in Verkleidung, gegen den du gespielt hast. Anscheinend, ja. Kam dir irgendwie bekannt vor, aber du konntest den Finger nicht drauflegen. Irgendwas war anders. Die langen Haare, wirkte ein bisschen wie eine Perücke, aber... Nee, das, wenn er musste Icke sich einmal geteilt haben in der Mitte, weil beide waren eher sehr, sehr schlank. Also von da waren das eher schon, ne, Icke, da hast du dich extrem gut getarnt. Immer. Aber auf jeden Fall, ich hatte, also wenn ihr mal einen Easy Win davon tragen wollt, spielt an diesem Wochenende gegen mich, weil letztes Jahr war Desaster. Nur Kacke. Naja, aber wie gesagt, eine geile Sache, ich kann es nur empfehlen, letztes Jahr, ich war auch in höchsten Tönen, ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht zu große Erwartungen wecke, aber es ist eine tolle Veranstaltung und ich freue mich schon wie Bolle und habe auch sofort zu Hause frei bekommen. Schön. Ich gucke morgen mal in den Kalender, so 1,5 Tage sind ja schon nicht mehr so schlimm wie 2. Ja. Vielleicht. Maybe, baby. Ich würde mich sehr freuen. Genau. Ja. Alrighty. Gut. Dann, alrighty denn. Würde ich sagen, haben wir es jetzt erstmal geschafft. Dann wollt ihr noch irgendwas erzählen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich habe alles. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hatte richtig viel Spaß hier. Ja, danke, dass du dabei warst. Ja, totale Bereicherung. Ja, absolut. Aber nicht jetzt bei dir, Icke, du armer Kerl, der den ganzen Kram jetzt schneiden muss. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie nervig das ist. Aber zum Glück sitzt hier keiner mehr, der mit seiner eigenen Stimme nicht klarkommt. Also keine Sorge, ich sag immer, ich schneide, aber dann schneide ich doch gar nichts raus. Außer Stille. Und das macht das System automatisch. Ah, sehr gut. Also du setzt ja noch einen Kompressor drauf und dann... Ne, das macht alles auf Phonic. Übrigens, wow. Es wird die erste Folge, wenn es jetzt richtig klar Transkript haben wir ja schon vorher, aber Phonic hat jetzt wohl mit ChatGPT auch zusammen, dass die automatisch von selber Kapitelmarken generiert. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ja, also danke, dass du da warst. Nächstes Mal dann mit einem besseren Mikro. Hint, hint. Versprochen. Dann danke an Hoshi und Olli auch fürs schöne Gespräch. Es war sehr interessant. Immer gerne. Gerne, gerne. Und euch da draußen, wir danken euch für die Aufmerksamkeit, die ihr uns geschenkt habt. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Euer Suminasai. Inspection. Successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the BattleTech podcast will be back. Shutting down.